Abonnenten und andere YouTuber. Ich habe jetzt hier was Kleines vorbereitet. Das ist so meine Zeichensammlung, die ich benutze, um Sachen zu zeichnen. Ich zeige euch, was man da für Bilder mitzeichnen kann, mit diesen ganzen Utensilien. Und ich erkläre euch jetzt, wozu die gut sind, weil mich viele Leute tagtäglich fragen, ja, mit welchen Stiften zeichnest du und was benutzt du alles? Wir fangen hier unten an. Und zwar, wir fangen an bei den Faber-Castell-Pastellstiften. In der Box sind 36 Stifte drin. Diese Stifte eignen sich wirklich perfekt. Perfekt zum Verwischen. Da eignen sich dann perfekt noch dazu diese Wischstifte, die es in allen verschiedenen Größen gibt. Von, wie ich jetzt so sagen darf, von NO5 bis NO1. Ganz wichtig, diese Stifte sind nicht so für die detaillierten Zeichnungen da, eher für verwischte Zeichnungen, um nochmal nachzuschärfen, um richtig diesen tiefen Blick zu bekommen, so wie zum Beispiel jetzt hier bei den Tigeraugen, was ich jetzt nicht selber gezeichnet habe, nur jetzt mal so die Pupillen, eignen sich die Colors of Nature richtig gut. Das ist auch eine Box mit 36 Stiften und eignen sich eher für scharfe Zeichnungen und lassen sich nicht so gut verwischen wie Pastellstifte. Das ist auch klar, weil die weicher sind. Dann haben wir hier eine Copic Marker Box. So eine Box würde ich euch als Anfänger, wenn ihr sowas zeichnen wollt, nicht empfehlen. Weil so eine Box kann mal leicht, also die hat jetzt 350 Euro gekostet, wenn man die genau bei Copic Marker bestellt. Das heißt, ein Stift kostet so 8 Euro, muss man mit rechnen. Die großen Nachfüllpatronen kosten dann nochmal 4 Euro. Da ist hier eine drin, hier. Die sind ziemlich dick, wie man sehen kann. Bei den Pastellstiften könnt ihr mitrechnen mit einem Preis von 36 Euro. Und bei denen hier sind etwas preiswerter, 20 Euro, so schätze ich. Ganz wichtig für Schwarz-Weiß-Bilder sind dann diese Faber-Castell. Auch diese super schönen Bleistifte, die ich total gut finde, die richtig toll in der Hand liegen, die richtig weich zeichnen und die alles erfüllen, was man will, von allen Stufen, also wirklich von H bis B und weiter. So sieht die Box von außen aus, da sind 12 Stifte drin und kostet, glaube ich, 16 Euro bis 18 Euro. Die Faber-Castell, also jetzt hier diese Faber-Castell-Stifte, da kann ich nochmal gleich zu sagen, die eignen sich auch perfekt zum Vorzeichnen für Bilder und. Und der Klassiker von Staedtler, wie man hier sehen kann, ist eigentlich auch ganz gut. Wir sehen hier zum Beispiel, was man für Sachen damit zeichnen kann. Wir haben hier einen ganz tollen Designstuhl, der jetzt gleich ein bisschen schärfer wird. Ein bisschen verkackter Porsche, würde ich jetzt sagen, und eine architektonische Zeichnung, so jetzt habe ich es. Da sind 19 Stifte drin, im Gegensatz zu hier sind es ein paar mehr, weil hier einfach mehr Wert darauf gelegt wurde, dass es mehr Stifte sind. Hier unten sieht man dann zum Beispiel von 8B bis 6H ist alles mit dabei. Muss nicht unbedingt sein. Für Anfänger würde die Packung reichen. Für Leute, die schon etwas fortgeschrittener sind, würde ich euch eiskalt Faber-Castell empfehlen. Ich bin nicht jetzt so ein Faber-Castell-Fetischist, aber das sind einfach mal die besten. Also finde ich jetzt. Ohne jetzt die anderen Marken schlecht zu reden, aber für Anfänger reicht sowas. Da könnt ihr hier so rechnen mit, ich glaube 12 Euro hat die Packung gekostet. Auch super Vorzeichnungen, Schwarz-Weiß-Bilder könnt ihr alles damit machen. So, dann fangen wir hier rechts an. Das hier ist ein Stifthalter für zu kurze Stifte, kann ich mal kurz zeigen. Hier, wir haben einen Stift, der wird hier reingeschoben, damit man auch den letzten Rest eines Stiftes verbrauchen kann. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann haben wir hier noch einmal einen harten Radiergummi, ein Rot, der ist richtig, also den kann man kaum zerbrechen. Dann noch einen ziemlich weichen, der ist von Pelikan. Und so ein Gummiradierer, der sich perfekt eignet und sich in jede Form bringen lässt. Hier könnt ihr sehen, sieht jetzt aus wie eine Wurst. Den könnt ihr zusammenkneten und. Als nächstes die Wischstifte, womit ich euch schon erzählt habe, super. Die eignen sich wirklich super für Pastellstifte und Bleistifte. Hier von NO6 bis NO1, wie gesagt.
Dann, ganz wichtig, für die Stifte, früher, wo ich noch ein ziemlicher Keck war und so in Sachen, habe ich die Stifte nach einmal benutzen mal weggeschmissen. Da hat mich dann eine Frau komisch angesprochen und hat gesagt, das Ding muss es sein. Das hier ist Sandpapier, das sind ungefähr 16 Lagen oder 16 oder 10 Lagen. Damit reibt man die Stifte ab und spitzt immer wieder an, damit die immer wieder neu aussehen. Das kann ich jetzt hier mal zeigen. Da oben ist dann auch noch was zum Abwischen, ist schon ausgefranst, weil ich die sehr oft benutze. Dann noch ein sehr, 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 sehr dicken Stift. Auch von Faber-Castell, ist ein Bleistift. Hier, oh, hier sieht man, tut mir leid. Wirklich, der eignet sich jetzt nur für grobe Zeichnungen. So eine Zeichnungen wie den Porsche hier bei Städler. Naja, braucht man nicht unbedingt. Also das sind so Sachen, die kann man nehmen. Man kann auch Taschentücher, Ohrstäbchen oder Pinsel benutzen. Dann haben wir hier, was ich finde, um ein Bild noch schärfer zu zeichnen, ein Pilotstift. Das ist einer der besten, finde ich. Das ist Farbe. Der Spitze ist 3,0. 3,0. 0,3, tut mir leid, 0,3 mm. Also schon ziemlich, ziemlich dünn. Eigentlich perfekt für richtig scharfe Zeichnungen, um Bilder zu beenden. Nochmal dieses Bild eine kleine Schärfe zu geben. Und nochmal einen schwarzen, normalen Faber-Castell. Wieder mal Faber-Castell-Stift. Ganz in schwarz. Nicht Kohle, ist ganz wichtig, weil Kohle fängt extrem an zu bröckeln. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Und damit ihr so jetzt mal sehen könnt, mit was man oder was man so mit diesen Bildern machen kann, habe ich jetzt mal ein Bild oder einen Eigenentwurf gemacht, den ich euch jetzt mal zeigen kann. Warte, ich nehme mal hier jetzt die ganze Packung weg. Das ist gezeichnet mit Copic-Markern, da eignen sich aber auch die Kleinstifte, mit Pastellfarben, Vorzeichnungen Faber-Castell und diesen ganzen Utensilien hier wurde dieses Bild hier gezeichnet. Das ist ein Eigenentwurf von mir. Das ist habe ich jetzt vor ein paar Tagen beendet. Video gibt es dazu nicht, weil ich dieses Bild verkaufen werde. Ihr könnt jetzt hier sehen, bei dem Lutscher zum Beispiel, das ist alles Copic-Marker, die Spucke auch und die weißen Highlights wurden mit Pastellfarben gemacht, in Weiß. Die Lippen auch Copic-Marker. Die Zähne sind wieder Pastell, die Haut ist Pastell. Das Nasenloch wurde mit diesem schwarzen Faber-Castell, ja, so, ich weiß jetzt nicht, wie genau, wie der heißt. Der Name steht jetzt nicht mehr drauf. Auf jeden Fall mit einem schwarzen, harten Stift gezeichnet. Und hier unten auch der Schatten, wie ihr seht, lässt sich perfekt verwischen. Also hier wirklich, da muss man aber aufpassen. Ich empfehle immer, für Rechtshänder von links nach rechts zu zeichnen, weil das ganze Bild sonst im Arsch ist. Ist wirklich für die Katz. So sieht das Bild aus, das kann man so zeichnen. Wenn man Langeweile hat. Das ist ein Eigenentwurf von mir bei Blackline 15. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über Zeichenutensilien, was man benötigt für die ganzen Zeichnungen. Hier sind sie nochmal alle. Und für mein nächstes Video, das ich vielleicht morgen, übermorgen reinstellen werde, mal wieder von einer Zeichnung, hoffe ich, dass es euch jetzt gefallen hat, ihr richtig Lust zum Zeichnen bekommen habt. Und dann würde ich sagen, ran ans Zeichenbrett. Und fangt an, loszuzeichnen. Ihr könnt natürlich auch eure Videos zu mir schicken. Ich kann die dann auch bewerten und euch kleine Tipps geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euer Blackline15, euer Tristan. Bis dann. Tschüss.